nur für euch losgelaufen. Ihr habt schon ein paar Bilder gesehen, glaube ich. Oder wird es gleich sehen. Hallo Freunde, hier geht der Vlog jetzt einfach direkt weiter, wo er auch letztes Mal aufgehört hat. Und ich werde mir jetzt eine Kleinigkeit zu essen machen, wie ich schon erwähnt hatte. Und ja, dann wollen wir mal schauen, was so geht. Ich freue mich schon tierisch aufs Wasser. Ich werde dann mal direkt ins Wasser gehen. Bisschen baden und so. Und ja, ihr kommt natürlich auf jeden Fall mit. Oh, Freunde, jetzt habe ich ein bisschen was gegessen und so. Und jetzt schaut euch das mal an, hier hinter dem Parkplatz. Da kann man quasi auf die ganze Stadt gucken. Das ist doch nice, ey. Alleine dafür lohnt sich sowas. Aber hier muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil, ja, hier geht's bergab. Oh, nice, ey. Ja, naja, auf jeden Fall werde ich jetzt meine Reise ein bisschen fortführen. Und zwar werde ich nach KRK, glaube ich, fahren jetzt. Also, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich bin ja immer so ein bisschen spontan. Auf jeden Fall schauen wir mal. Und dann will ich auf jeden Fall ins Wasser, ey. Ich will auf jeden Fall ins Wasser. Und hier kommt man so schlecht ans Wasser ran, an der Stadt. Und da habe ich irgendwie keinen Bock drauf. Alles klar, schauen wir mal. Geht's. Ich fahre jetzt nach Fidschi oder so, also da auch bei KRK auf der Insel da irgendwie. Ich kann das nicht so gut aussprechen, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, sonst guckt ihr mal ein bisschen auf die Karte oder ich blende es nochmal ein. Und vielleicht seht ihr es, ist so warm. Wir haben jetzt 10 Uhr morgens und 27 Grad. Ja, nice. Naja, ich fahre jetzt eine halbe Stunde und dann gucken wir uns da mal um und dann will ich endlich ins Wasser. Okay, ich muss mich entschuldigen, ich habe mich nicht gut genug informiert anscheinend. Also ich glaube, ich habe den Strand gefunden, aber die Parkplätze sind komplett dicht. Ja, ich vermute, da kommt man zum Strand, so wie es jedenfalls aussieht. Aber ich fahre trotzdem weiter, weil irgendwie gefällt mir das von der Schlafsituation auch hier noch nicht so gut. Also ich bin gestern ein bisschen durch die Gegend gefahren und das passt mir irgendwie alles nicht so gut. So, ich bin jetzt angekommen hier auf der Insel. Ich habe ungefähr 6,50 Euro nochmal bezahlt, um über die Brücke zu fahren. Und jetzt zeige ich euch hier mal ein paar Bilder direkt. Direkt nach der Brücke ist ein Parkplatz, sieht ziemlich geil aus, zeige ich euch ein paar Bilder und dann geht es auch weiter, wo ich dann genau hin möchte. So, ich bin jetzt angekommen, wo ich ankommen wollte und werde mal den ersten Strand auf jeden Fall gleich mal abchecken. Ich werde die Kameras mal hier lassen, weil ich möchte noch mal ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Ich weiß nicht so, weil ich halt alleine bin, wenn ich jetzt ins Wasser gehe und so, dann weiß ich nicht so genau, wo ich die lassen soll. Aber es wird auf jeden Fall noch Bilder geben vom Strand, dann werde ich das auf jeden Fall mal mitnehmen. Ich wollte dann da vorne parken und dann musste ich die Scheine umtauschen in Münzen sozusagen fürs Parken. Und dann habe ich da jemanden gefragt, also so einen Stand. Irgendwie, und der meinte halt, dass sie das nicht machen können, weil das so viele Münzen sind, bla. Und der hat mir dann aber gesagt, wo ich kostenlos parken kann. Da parke ich jetzt auch. Das sind 100 bis 150 Meter bis zum Strand. Also ziemlich nice auf jeden Fall. Und jetzt werde ich das mal austesten gehen. So, ich bin jetzt wieder zurück von meiner Erkundungstour. Ich war eine ganze Weile unterwegs. Ja, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich die Kamera nicht mitgenommen habe, weil ich habe so ein Trim Trial oder so gefunden, irgendwie, wo man dementsprechend irgendwie Fitness machen sollte, und der sah aus, als wäre der irgendwie 10 Jahre nicht mehr verwendet worden. War irgendwie ganz witzig. Ja, jetzt mache ich mir erstmal eine Kleinigkeit zu essen und so. Es ist jetzt auch schon 20 nach 4, das heißt schon, aber halt, ja. Und dann würde ich gerne irgendwie mal gucken, wo ich unterkomme, beziehungsweise wo ich penne oder was auch immer.
und gucke mich hier in der Gegend dann nochmal mit dem Bus ein bisschen um und schau mal, wo wir schlafen können. Sage ich mal guten Appetit und lasst es euch schmecken. So, und bei der Suche nach meinem Schlafplatz habe ich einen schönen anderen Platz entdeckt auf jeden Fall. Und weil es heute so wenig schöne Bilder gab und weil ich so viel gesabbelt habe, gibt es jetzt mal ein paar schöne Drohnen-Shots und ich hoffe, das klappt gut, weil mein Display geht leider nicht an. Ich weiß nicht warum, der geht immer gleich wieder aus. Nee, die Batterie ist voll. Aber ich versuche es trotzdem so für euch und viel Spaß. Jetzt durch mit meinen ganzen Spirenzien. Jetzt bin ich nochmal nur für euch losgelaufen. Ihr habt schon ein paar Bilder gesehen, glaube ich. Oder ihr werdet es gleich sehen, wie das hier alles aussieht. Und ich habe so das Gefühl, hier ist eine Touri-Bombe ausgebrochen. Also das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Deswegen muss ich auch mal schauen, ob ich morgen noch einen Tag hier bleibe oder lieber nochmal ein bisschen weiter reise. Also ja, die nächsten Tage geht es auf jeden Fall nochmal weiter. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Die Aussicht ist auf jeden Fall bombastisch gerade. Also ihr habt es ja schon gesehen, aber es ist richtig nice. Und ich freue mich, dass ich hier bin. Ich hoffe, ich finde noch mal ein paar Plätze, die nicht so touristenbesetzt sind. Ich habe so das Gefühl, wenn ich hier jetzt vlogge, dann verstehen mich eher mehr Leute, als es mich nicht verstehen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, mal gucken, was heute Abend noch so passiert. Irgendwie ist es ganz idyllisch hier. Und ja. Mal schauen. Wow, während ich meine Timelapse mache hier von dem Sonnenuntergang, geht es ganz schön ab, ey. Ich glaube, es regnet heute noch oder auf jeden Fall ist es richtig stürmisch. Mal schauen, was da noch abgeht. Um 21 Uhr, jetzt haben wir es komplett neu. Deswegen